Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Täglich zockt das Murmeltier. Heute Mario Kart und wie ihr an dem Hall merken werdet, eine große Story am Anfang. Erstmal Trump, I vote for you. Trump was ejected. Viel Spaß. Eine große Story, wir sind endlich umgezogen, haben umexpandiert. Das Video dazu kommt, wenn ich es fertig geschnitten habe. Das ist jetzt, also das haben wir jetzt heute erst gemacht. Was Trump von mir gegeben? Trump. Schenk ihm Stimmzettel. Trumpibus. Das ist auch mal so eine Frage an die Community. Was haltet ihr jetzt von der Wahl? Also Trump, Biden, also Trump, der orangene, der Orange Man, ne? Aber Biden ist so ein senider alter Mann. Aber Trump ist so lustig, das ist so eine Meme-Legende, der soll bleiben, Jonas, ne? Der wird ja immer noch labern, aber halt. No, get those lights off! Oh! Also, Jonas. Aber zum Umziehen kann man sagen, wir haben jetzt hier zwei Probleme. Erstmal den Hall, ich bin so schlimm wie Jonas. Aber was wir noch ein Problem haben. Ist auch schlimm. Hier ist kein. Ich hab keine. Und ich habe eine Hupe und bin Erster. Das ist ein Gottesgeschenk. Aber was ist hier drin und wir haben keine Heizung? Wir müssen jetzt wirklich eine halbe Stunde lang Battlefield auf dem PC spielen, damit wir einigermaßen Ofentemperatur erreichen. Ja. Ah, das war's meine Banane. Verpiss dich. Oh, du Drecks-Piranha. Ich hab so viel Vorsprung an. Ja, los, wirf ihn aus. Geil, Alter. Tschüss, Jappi. Kame. Kame. Ha! Ich liebe Stachel zu vernichten, Kuba. Aber das ist mir mein eigener Freund, Kuba. Mit einem Stachel so im Rückenfeld hätte ich auch von ihm nicht erwartet. Boah, ich muss den loswerden. Du hättest ihn auch einfach spenden können an wohltätige Betrugsorganisation. Digga, ich hab nur Münzen, vielleicht kommt so die Red Shell Karma-Rache von hinten in mein Ass. Aber zum Umziehen kann man sagen, wir haben jetzt so viel mehr Platz, jetzt wollen wir noch überlegen. Deswegen halt das hier auch so. Ja, wir Nein, das ist der zweite Stachel in dieser Runde. Betrug! Betrug! Wir können so laut schreien, wie wir wollen. Ich kratze keines auf. Nein, ich werde Zweiter! Nein! Zwei Stachis. Und eine Piranha, die gerade gespawnt. Zumindest Jos ist Achter. Neunter, korrigiere. Alter. Das hat sie jetzt doch gut rausgehauen. Und wir gehen jetzt in die nächste Runde. Zu diesem für alles zu denken, denn mein Vater regt sich auch immer übelst darüber auf. Weil für ihn ist entweder sagt er das nicht, wenn er sagt, er hat es gesagt. Oder es ist selbstverständlich. Weißt du, heutzutage ist nichts mehr selbstverständlich. Ich habe mal gesehen, da hat jemand aufgenommen. Steht auf einer Burger King. Auf einer Burger King Schachtel. Weißt du, was da steht? Es wird geraten, vor Verzehr die Schachtel zu öffnen. Ja, das ist Verzehrsempfehlung, ne? Das ist kein Witz. Also wo landet man heutzutage da? Ich habe jetzt kein Item bekommen. Ich bin auch durchs Feuer geflogen, lande out of map. Schlimmer geht's auch nicht mehr, ich bin jetzt Neunter. Da hab ich kurz rein. Cheater, Jonas, verpiss dich. Jonas wollte noch eine Story erzählen, hau raus. Also, es geht. Nachdem wir unsere Abschlussarbeit in Bio geschrieben haben. Ja, Abitur. So, das waren wir manche schon früher fertig. Wir standen so außerhalb des Schulgeländes. Ich hatte noch einen Knaller in der Tasche. Die hat er von mir geschenkt bekommen, die haben wir beim Aufbau bekommen. Genau. Und diesen Knaller, den habe ich gezündet, so eine Kette. Ja. Da kam der Hausmeister der Schule um die Ecke und sagte, wer hat hier einen Knall? Egal, das ist mir eigentlich auch scheißegal. Ihr macht das auf jeden Fall nie wieder. Unsere Schule ist halt direkt vor einer Polizeiwache. Ne? Und er so, ja. Die Bullen kommen dann rüber. Das macht ich werde hier nicht. So verarscht, wenn sie zocken. Und wir so, ja gut, machen wir nicht. Alter! Machen wir nicht mehr, haben wir dann gesagt, habe ich dann gesagt. Und dann sind wir weiter weg vom Schulgebäude gelandet und dann haben wir so ein paar Leute drauf. Ja, Blitz. So. Und kam der Geschäftsführer um die Ecke. Oh, weißt du wirklich, der kam aus der Innenstadt raus, hey, und kam um die Ecke und sah die Rauchschwaden so aufschauen. Das war so scheiße. Entschuldigt euch jetzt illegal im Rauchens. So, und das waren halt nicht alle, die standen als 10, 15 oder so. Nur zwei Leute oder so. Und da kam der Geschäftsführer zu uns und hat gesagt, ich werde euren Klassenlehrer mitteilen, dass hier mit Feuerwerkskörpern rumgespielt wird und geraucht wird.
Digga. Das ist einfach weggegangen. Wir haben so einen Einlauf von unserer Klassenlehrerin gekriegt. Oh Gott, der Treffer hat rausgehauen, dass ich mein Bildschirm gekommen habe. Das kann es noch sein. Sechster. Fünfter sogar noch. Ehre, Jort ist wieder Elfter. Sie ist ein Jort. Tja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde. Selbst mit Schlausteuerung ist er schlecht. Ich verstehe nicht. Ich auch nicht. Wie viele Leute immer zufällig nehmen. Ja. Also, drei Strecken, komm, da wird doch mal irgendwas Gutes dabei sein. Also, weißt du, da habe ich eher Angst, ja, da habe ich eher Angst, auszuwählen und irgendeinen Schmarrn zu bekommen, anstatt da wirklich... Wenn ich einfach kein Item kann. Der Münzentaun, da unten ist der Betriebstaun. Also, niedriger ist es, der niedriger ist. Um Hahn und dann drei Münzen. Mittelmäßig hoher Betrieb. Aber es sieht der Platz, man merkt es auch, die Münzen, es geht langsam hoch. Charme ist vor mir. Jonas, hast du noch eine Story zu labern? Nee. Gut, dann habe ich gerade überholt, mein kleines Mädchen. Hier im inneren Kreis, die fahren schneller. Die Gritters. Fünf Münzen. Generell, was wir hier noch planen fürs Zimmer, wir wollen ja auch richtig geil mit verpiss dich mit deinem Boomerang. Verpiss dich mit deinem Boomerang spielen. So, wir planen hier noch, wir wollen ja auch wirklich einziehen mit. Hallo, weg mit deinem Bananen. Digga, du Hurensohn, hat nicht mal eine Tasse im Schrank. Ich kann nur so ein Spacken sein wie der Typ, ey. Das ist hier was wieder. Das geht mal an. Ja, wenn man ihn abschmeißt, wie kriegt man Pilze, ne? Das ist einfach nur so ein Das fördert mich nicht. Oh, Doppelkasten nur noch, wenn es sich nicht gar nicht montiert hat. Videos. Bam, Alter, den Yoshi habe ich so weggefetzt. Hey. Und jetzt den Affen. Oh, geil. Und die Deutsche waren auch noch. Yoshi. Von Trump von zwei Leuten getroffen worden. Ja, Yoshi, Alter, du wirst von Trump gesehen, ne? Extra den Doppelkasten so abkontiert. Das hat sich so gelohnt, Alter. Ich hatte einen Triple Red Shell. Wie, jetzt kommt ein Bruder oder so ein Scheiß. Okay. Ja! Beste Red Shell. Ja, ich fahre in den Hafen rein. Du hast heute noch eine Laberstory ein. Nein. An sich, wir hatten noch mal was hier, besprochen. Doch, ja. Wir holen uns für das neue Zimmer, da wollen wir richtig da wollen schön wir auf- Pflanzen und so und ähnliche. Du und deine Pflanzen sind wirklich so. Wir wollen uns dann noch einen zweiten Rechner holen. Ja, das, ah ja, der zweite Rechner. Und wir haben hier gerade CT. Wir haben das gegen die Wand. Das ist ein Schleichweg. In der besten Zeitschrift, die es gibt. Halt's Maul! Oh, ich hab grad mit dem Zeichen gesetzt. Nein, er darf mich nicht überholen. Er darf mich nicht noch überholen. Das darf nicht passieren. Nein! Ja! Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, Leute. Und mit dieser Klappding. Wir haben CT einen Rechner zum selbst zusammenbauen. Den werden wir richtig hart aufpimpen, dass selbst hier, selbst Hardware-YouTuber uns noch beneiden werden. Und das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit der Folge aus dem neuen Hallraum. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt täglich zockt. Das Moment hier, Leute. Ciao. We'll be right back.